Ich habe jetzt hier. Komm, ich will jetzt mal so ein bisschen was. Komm. Ich will ein bisschen was erreichen im Leben. So. Verständlich, verständlich. So, die Weizenkörner kommen da rein, das Weizen kommt da rein, die Carrots kommen da rein. Carrots. Carrots, 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 Carrots. So. Kann ich die Luft öffnen? Ja. Worauf habe ich denn jetzt Bock? Schmeiß erstmal alles hier rein. Kacke. Boah. Ich weiß es nicht, um ehrlich zu sein. Ich könnte mir. Ja, ich könnte eine Reise machen. So eine Traveler-Reise. Oh, mein Helm ist putt. Oh. Aber dafür bräuchte ich einen Antik-Atlas. Wie mache ich den denn? Ja, Buch und Kompass. Kompass brauche ich Redstone für. Das heißt, ich muss in eine Höhle. Oh nein, ich will nicht in eine Höhle. Oh Mama. Ich habe da so mich erschrocken. Vor allem, das kann ich dir nicht zutrauen. Ich bin ein cooler Typ. Nein, das ist es nicht. Das Problem ist einfach. Was? Weiß nicht, was du. Ich bin ein Idiot. Ich habe nachgeguckt, wie Aus man Papier Kräutern. macht mit Zuckerrohr. Für ein Buch braucht man trotzdem Leder. Ich bin manchmal leere Schablone. Ach, das ist ja cool. Dann brauche ich kein Leder. Und den Faden, den habe ich. Einen Faden müsste ich haben, oder? Habe ich die weggeschmissen in der Höhle? Nee, die habe ich weggeschmissen. Okay. Das heißt, ich gehe in eine Höhle. Oh nein, Mama. Ich gehe in eine Höhle. Ich bin dumm. Ich gehe in eine Höhle. Warum gehe ich in eine Höhle? Ich bin einfach bekloppt. Ich nehme mir das Holz mit und dann nehme ich mir 1, 2, 3, 4. Oh, das muss reichen. Wo habe ich denn meine Werkbank to go? Werkbank to go. So, genau. Dann nehme ich mir eine Truhe. Nein, eine Truhe nehme ich mir nicht mit. Nein, ich brauche einen Rucksack. Eigentlich bräuchte ich einen Rucksack. Wegschmeißen. Den Ofen nehme ich mit. Dahin brennt's? Was? Da brennt einfach ein Baum ab. Oh, boah, mein Stuhl knatscht wie meine Oma im Bett. So, hörst du mal zu, oder was? Was? Wer hört zu? Nö. Niemand. Ich höre dir zu. So, das kommt später. Ja, das ist schön. Wenn du mir zuhörst, das ist schön. Das finde ich nett Jo, von dir. finde ich auch. Ja. Jojo, alles gut. Hey, ich finde das mit dem Essen gar nicht so schlimm. Sagt er unter 10 Stacks Fleisch im Inventar. Boah, du bist echt ein Monster, ey. Du bist ein richtiges Monster. Ich weiß nicht, was ich sonst essen soll. Ich habe so ein paar Beeren, Also, wenn du mir ja. versprichst, dass du später deine Ernährung in dem Spiel Ja, umstellst, dann gut. Ja, dann ist klar. alles in Ist ja Ordnung. nur für den Anfang jetzt, damit ich nicht sterbe. Jo, ich nehme so ein Stack Kohle mit. Man weiß. Nein, ich nehme kein Stack Kohle mit. Das wäre nämlich dumm. Ich nehme mir 8 Kohle mit. Das muss reichen. So. Ich gehe in eine Höhle. Ich bin bescheuert. Ich bin. Ja, warte, ich mache mir aber vorher Fackeln. Das heißt. Warum bist du denn bescheuert, wenn du in die Höhle gehst? Sind doch keine Monster bei dir. Doch, die mache ich an. Weil es sonst halt einfach der Nervenkitzel nicht da ist. Und ich mache meine Ja, gruselige klar. Horror-Playlist da an, die gar nicht so horror und gruselig ist, aber. Ich werde mir. Ich sag dir, ich werde mir so in die Hose pissen. Geil. Was war das denn Guten jetzt? Morgen, Sonne. Guten Morgen, Berg. Guten Morgen Guten zu Morgen, Hause. Sonne. Guten Morgen, Sonnenschein. Morgen, Rief die Biene zu dem wie nennt man Stachelschwein. das? Regenbogen, auch wenn es irgendwie So, ich mach mal eben kurz die Playlist aus. Moment, ich wechsle ach. mal eben kurz. Moment, Moment, Moment. Leider habe ich keine Ich Musik brauche auf. Stiggies. Stiggy, Stick, Stick. Ich Gib mir glaube, hier St baue ich mir als nächstes den Weg runter. Dafür brauche ich Holz. So, dadel, dudel, dadel, dadel, dudel, dadel, 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 dudel, dudel, dadel, ab. Obwohl er nicht so wertvoll ist. So, das kommt wieder Kannst du meine weg. Musik empfehlen? Nee, empfehlen. Ja, empfehlen könnte ich dir schon welche, aber ich habe halt ein sehr
eigenen Musikgeschmack. Also der ist schon sehr eigen. Ja. Ist halt nicht jedermanns Sache, so meine ich das. Ja, Aber okay. wenn ich dir Musik empfehle, dann... Meine. Nein, ich So. mach doch gar keine. Ja. Nein, dann würde ich dir auf jeden Fall... Boah, was kann ich dir echt empfehlen? Ja, wenn du so Musik magst, wie zum Beispiel, die einfach einen coolen Soundtrack hat. Einfach so einen richtig bombastischen Soundtrack. Der bleibt im Ohr, der ist cool, da man merkt oder man hört, da wurde dran gearbeitet und so weiter und so fort. Ich brauche Essen, ich Idiot. Dann empfehle ich dir Oh. Was? Scheiße, was war Musik das? aus den Final Fantasy Teilen. Vor allem aus Final Fantasy 10. Ansonsten empfehlen. Also richtig empfehlen. Weiß ich nicht. Nee, so also weiß ich echt nicht. So, ich nehme mir noch ein Stack. Ja, damit. Oder nee, Ist das hier Eichenholz? einen halben. Einen halben Stack Erde. Ja, gut. Davon Ja, nehme ich einen wow. Stack mit. Oder nehme ich davon einen Stack mit? Ich glaube, ich werde genug Stein bekommen, ne? Ich werde genug Stein bekommen. Oh, diese Spannung. Du kannst dir auch einfach selber so eine Playlist zusammenschustern. Von Musik, die du halt Ja, oder magst. genau. Ich So habe ich weiß. es gemacht. Ich meine, ich wünschte, ich könnte dir irgendwie meine Playlist schicken, aber das, ich glaube, das ist leider Gottes nicht möglich. Nein, das wollte ich nicht. Jetzt ist da Flint draus geworden. Willst du mich verarschen? Niemand mag Flint. Da, ciao. Okay, gruselige Playlist. Alles klar. Gut, das sieht jetzt nicht so bombastisch aus. Ich habe die Warte Höhlen-Playlist mal. jetzt nicht erweitert. Ach, was mache ich denn? Aber egal. Okay, wo war ich denn? Dieser dumme Flint, ey, den schmeiße ich nachher in die Lava. Das passt schon. Hört man es laut? Das hört man tatsächlich ein bisschen. Okay. Das passt jetzt nicht bei mir in die Höhlenstimmung. Nein, ich sag's nur. Ja, ich muss enden. Da war es das für mich auch gleich. Für heute, also für die, ja, Aufnahme? für die Aufnahme, ja. Oh, warum? Was ist los? Hast du keinen Platz Ja, muss mehr, oder was? essen. Du musst essen! Das wird doch überbewertet. Nein. Kommst du nachher nochmal wieder? Sicher, sicher. Alles klar, gut, dann würde ich sagen, wünsche mir viel Glück, dass ich hier nicht drin sterbe und guten Hunger. Stirb bitte. Danke. Alles klar. Ich mu warte, ich muss jetzt noch Verreck kurz. dran. Warte, ich habe noch 5 Minuten oder so. Warum nehme ich eigentlich das Aluminium mit? Ich glaube, das ist gar keine so gute Idee. Alter, die Lava. Dann will ich jetzt eigentlich. Ich will es ja auch nicht huschti-fluschti jetzt bauen. Aber. Nein, also lass dir bei deinem Bauen schon Zeit. Klar, klar, Weil sonst klar. wird's scheiße. Es ist einfach so. Sonst wird's einfach Ach. nichts. Soll schon geil aussehen. Wird hier Ja, viele nicht von geil, glauben. aber sollte, du solltest Ja, gut. zufrieden sein. Ja, genau. Genau. Ich werde Deutschlehrer. Mir egal. Vier in Deutsch, egal. Ich werde Deutschlehrer. So. Dann willst du ein YouTuber werden. Das macht meine Das. Sekretärin für mich. Oh, Die ich mir dann Beine leisten gebrochen. kann. Ja, gut. So, ah, hier ist Eisen. Oh, Oh, schön. das ist Also gerade ist es in Deutschland. der Höhle noch entspannt, aber das ändert sich. Na denn, ich bin dann weg. Das Ja. war's für heute. Schaut beim Lukas vorbei. So heißt Ja, nee, alles gut. Kannst er doch. mich ja, wenn du dran denkst, in der Beschreibung der Videos Mann, mach verlinken, oder? ich. So, ja. Mache ich bei dir auch, wenn ich dran denke. Ich hoffe, ich hoffe, nein, ich habe halt meine Vorlagen für die Ja, Beschreibungen ich und weiß. so. Mach, Und kriegst du schon hin. deswegen, ja, Und bestimmt. ich nehm's auch nicht übel, wenn du nicht dran denkst, aber Ich würde es dir trotzdem übel nehmen. Nein, alles gut. das war's dann für heute. Also später halt dann. Aber das bekommt ihr Ja. nicht mit. Und dann, ciao, ciao, bis nächstes Mal. Bye! Ciao, Küsschen aus Nüsschen. Ach, alles klar. Alter, Küsschen aus Nüsschen. So richtig schwul.
Tschüss. Geiler Folgenende, ey. Direkt Abo. Auf jeden. Bis dann. Na denn, bye. Bis dann, ciao. Yum nom nom nom. So. Boah, jetzt ruckelt es bei mir aber ein bisschen, ich glaube. So. Ja, das ist besser. So, jetzt sind wir alleine in der Aufnahme. Ich hätte ganz gerne eure Meinung in den Kommentaren. Oder vielleicht mache ich auch jetzt gerade hier eine Umfrage. Wenn ich dran denke. Wenn nicht, schreibt es einfach in die Kommentare. Wie findet ihr den Torben? Wie findet ihr ihn? Ich finde ihn persönlich sehr sympathisch. Es macht mir unheimlich viel Spaß, mit ihm aufzunehmen. Er ist so ein korrekter Typ. Ist echt lustig. Man hat es ja auch gesehen jetzt in den Folgen. Ich habe ein bisschen Angst. Ich habe echt ein bisschen Angst. Oh. Ah! Oh, nur eine Fledermaus. Okay. Ich, Idiot, habe die Monster nicht angemacht. Deswegen ist es ja auch so ruhig. Kein Wunder. Ja, also wie gesagt, ich glaube, das wird echt lustig mit ihm. Ich habe mir gesagt, ja, eigentlich willst du ja noch warten mit dem Aufnehmen zusammen, weil du erstmal selber ein bisschen was erreichen willst, in diesem Spielstand. Achso, Fackel. Aber ganz ehrlich, es macht so viel Spaß, es ist es mir wert. Und es ist ja auch kein Verbrechen, ne? Ich hatte mir das halt nur so als eigenes Ziel gesetzt, dass ich halt gesagt habe, ja, du nimmst erstmal selber so knapp 70, 80 Folgen auf. Und, aber ganz ehrlich, das ist halt eigentlich, na, Schwachsinn nicht. Ich habe mir halt schon was dabei gedacht. Aber das ist völlig in Ordnung. Mir macht das Spaß und vor allem, wir spielen ja nicht auf ein und derselben Welt. Da ist es ja nochmal was anderes. Weil, ja. Ja, wohl, selbst wenn wir auf der einen und derselben... Obwohl, doch, wenn wir auf der einen und derselben Welt spielen würden, würde ich ihm halt ganz gerne schon ein paar Sachen zeigen und so. Und so hätte ich halt einfach gar nichts zum Zeigen. Ich habe mein Lager gebaut, beziehungsweise... Oh, geil. Zum Anfang der Aufnahme stand das Gerüst. Jetzt haben wir es ausgekleidet und so weiter und so fort. Und das haben wir tatsächlich relativ zügig hingekriegt. Da bin ich schon ein bisschen stolz auf mich. Jetzt werde ich hier von Kies erschlagen. Ich hoffe, wir finden diesmal ein bisschen Redstone für einen Kompass. Dann können wir uns endlich so einen Antikatlas machen. Oder was heißt endlich? Weil der ist echt praktisch. Dann können wir uns gar nicht verlaufen. Können wir wirklich nicht. Ich meine, im alten Minecraft-Mods-Projekt da, was ich hatte, hatte ich den auch. Wenn ich mich jetzt nicht irre. Aber gut. Ja, und wie ihr gehört habt, macht es dem Torben auch super viel Spaß, wieder Minecraft zu spielen. Und die ganzen Mods, er ist... Ja, überfordert würde ich nicht sagen. Er hat Spaß, die Dinge zu entdecken. Und wenn man daran Spaß hat, dann hast du eigentlich schon gewonnen. Also ich finde ihn, wie gesagt, super sympathisch und es macht echt viel Spaß. Und das war unsere erste gemeinsame Aufnahme, die wir jemals gemacht haben, ne? Ich schaue mir auf jeden Fall seine Folgen an. Um zu gucken, wie er so, ne? Was er so gemacht hat und so. Um ihn dann natürlich zu korrigieren und zu sagen, was er falsch gemacht hat, weil er einfach ein Unmensch ist, ne? Natürlich, ne? Ganz klar. Nein, bitte nicht denken. Ich finde ihn echt super, super nett. Also da hatte ich... Ja, wie soll ich das sagen? Da hatte ich mal Kollegen, mit denen ich mal als Kind
gespielt habe, das hat leider Gottes nicht lange funktioniert. Ich meine, gut, wir kennen uns jetzt auch noch nicht so lange, ne? Aber wenn es von vornherein einfach schon so gut und so, ja, so super funktioniert, wenn man sich so gut versteht, dann weiß ich nicht, wie das schlecht ausarten soll. Also von daher. So, ich nehme jetzt gute 3 Stunden auf. Warte, bevor ich... Nein, ich gehe ins Menü. Ich gucke... Oh, warte mal. So, das war Discord, alles klar. Oh, 14 Gigabyte. So viel aufnehmen kann ich leider nicht mehr. Also, wer jetzt denkt, dass in diesen Aufnahmen... Also, nee, wer jetzt denkt, dass in dieser Aufnahme, beziehungsweise in dieser Folge oder in den nächsten Folgen wir jetzt noch viel bauen werden. Nein, die Aufnahme wird nicht mehr so lange gehen, weil ich nicht mehr... weil ich nicht mehr so viel Platz auf der Platte habe. Und ein bisschen Platz brauche ich noch zum Rendern der Folgen. Und deswegen, ja, boah, wir haben schon wieder fast volle Taschen. Das ist doch unglaublich. Okay, weißt du was? Ciao. So, ist mir gerade echt egal. Nein, hier war doch noch, genau, Zinn. Da 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 da. Habe ich jetzt eigentlich auf? Ja, ich habe auf einfach gestellt. Aber es kommen keine Monster. Wo bleibt ihr denn, ihr blöden Mistviecher? Oh, guck mal, hier ist Sackgasse. Was können wir eigentlich aus dem Zinn machen? Das ist Underground Biome Constructs? Warum? Ist das nicht Tinker? Zinn? Warte mal. Zinnerz. Habe ich... Ach so, nein, das ist... Aber durch die Mod... Ah! Ich verstehe, wie clever. Die Mod, also das Erz stammt nicht aus der Underground Biomes Construct Mod. Aber der erkennt, also die Mod erkennt, dass das ein Erz ist und fügt das dann in die jeweiligen Steinarten hinzu. Das ist ja clever. Respekt. Finde ich cool. Gut, also hier ist dann für uns jetzt Sackgasse, da unten waren wir. Da haben wir noch was vergessen an Alu, bisschen Aluminium. So, hier ist jetzt nichts mehr. Ah, guck mal, jetzt verlieren wir auch wieder Essen. Hier ist noch ein bisschen Aluminium, hier ist noch ein bisschen Salz. Ja, wir nehmen mal so dies und das mit. Ah, warte, da will ich nicht lang. Ich gehe mal hier oben lang. Oh, Kupferbeeren. Ich habe Kupferbeeren gesehen. Aber wo bleiben denn die Monster? Haben die sich verkrochen? Ich hätte mir auch übrigens eine neue Rüstung machen sollen. Ich Schlauberger. Ah, Eisen. Also, hier, das kommt da rein, dann sortiere ich das Ganze und das ist tatsächlich Kupfer, okay. Oh nein, diese Beeren bringen echt... Oh, die rauben echt viel Platz. Die Büsche und die Beeren an sich. Und dann noch das Salz und dann... Weißt du, Kalkstein, den kannst du dir sonst wo reinstopfen. Also, sorry. Sorry. Was ich ein bisschen schade finde, ist... Torben wird jetzt gleich noch aufnehmen. Und ich werde wahrscheinlich nicht dabei sein können. Ich meine, wenn ich eine Folge rendere, das ist meistens 1 Gigabyte, ungefähr. Und ich habe jetzt... Nein, Moment, ich gehe ins Menü, sonst bombt mich irgendwas von hinten zu. Ich habe jetzt 13 Gigabyte frei. Puh, aber ich würde trotzdem gleich mal eben kurz eine Aufnahmepause machen. Weil ich würde mir wenigstens was zu trinken holen und dann ist diese Aufnahme sicher gesaved. Also gespeichert, weil wenn mir dann eine 5-Stunden-Aufnahme flöten geht, weil wegen Festplatte voll, das wäre arg scheiße. Dann hätte ich lieber eine Aufnahme von 1 Stunde, ja, weg,
als wie dann eine für 5. Wegen, also eine Stunde und 5 Stunden oder 3 Stunden und eine Stunde wegen diesem Break dann, ne? Ich würde dann auch kurz die Aufnahme abbrechen, also nicht abbrechen, beenden. Für euch würde es dann aber direkt weitergehen. Oder ich hole jetzt so viele Materialien, wie ich tragen kann, gehe dann schnell aus der Höhle raus und mache dann wirklich eine Aufnahmepause. Rendere dann, obwohl andererseits, er ist ja nur eben Essen, ne? Der kommt ja gleich wieder. Eieieiei. Wie soll ich denn in der Zeit jetzt hier... Nein, das ist ja nicht machbar.